herzlich willkommen. Mein Name ist Hartmut Sieg und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem spannenden Thema Key Account Management. Ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird, aber am Ende des Tages sehr unterschiedlich gelebt wird in Unternehmen. Ich habe Ihnen heute mal 8 Impulse mitgebracht, anhand derer Sie Ihr eigenes Key Account Management Unternehmen mal überprüfen können, um zu schauen, was läuft besonders gut und wo gibt es vielleicht auch Weiterentwicklungspotenziale. Starten wir gleich durch. Dimension Nummer 1. Begrifflichkeiten, Terminologien auch genannt oder am Ende des Tages auch Ziele, wo wollen Sie mit dem Key Account Management überhaupt hin? Wenn man sich das mal anschaut, wenn ich einen Leiter Logistik, den Leiter Marketing, die Leiterin Produktentwicklung fragen würde, hey, leben Sie ein Key Account Management in Ihrem Unternehmen und wenn ja, was wollen Sie damit erreichen? Könnte er Sie mir jeweils genau erläutern, was das Ziel von Ihrem Key Account Management ist? Ist das transparent im Unternehmen? Wenn es nicht im Unternehmen transparent ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es am Ende nur ein Vertriebsansatz bleibt und nicht das gesamte Unternehmen den Key Account Management Gedanken auch wirklich lebt. Begrifflichkeiten wie Corporate Key Account, National Key Account, internationaler Key Account, regionaler Key Account, es werden so unheimlich viele Begrifflichkeiten verwendet. Auch diese sind sie überall gleich definiert im Unternehmen. Das ist so ein bisschen Dimension Nummer 1. Dimension Nummer 2, Schlüsselkundenidentifikation. Wenn ich Key Account Manager in Seminaren frage, warum ist Ihr Kunde ein sogenannter Key Account? Dann höre ich sehr häufig eine Antwort wie, das wurde bei uns mal so festgelegt. Aber Hand aufs Herz, wenn noch nicht einmal die Key Account Manager wissen, warum ein Key Account ist, wie soll es dann der Rest des Unternehmens wissen und sich auch anders verhalten? Von daher, Frage Nummer 1, nach welchen Kriterien legen Sie Ihre Key Accounts wirklich fest? Sind diese auch zukunftsorientiert? Das heißt, sie gehen jenseits vom aktuellen Umsatz hinaus. Nummer 3, sind diese Kriterien allen bekannt? Nummer 4, ist die Liste der Key Accounts in Unternehmen klar bekannt? Und Nummer 5, ganz, ganz wichtiger Punkt, der in Unternehmen, gerade in Deutschland, sehr häufig vernachlässigt wird, wie häufig überprüfen Sie überhaupt Ihr Key Account Portfolio? Das heißt, die Liste der Key Accounts wird regelmäßig überprüft und Kunden werden vielleicht auch mal von der Liste heruntergenommen. Deswegen werden sie ja nicht behandelt, sondern sie haben nur einen anderen Status. Ein ganz wichtiger Punkt, welche Kunden sind, warum Key Accounts und weiß das jeder. Dimension Nummer 3, Leistungspakete oder die spannende Frage, was machen Sie für Ihre Key Account Kunden eigentlich anders? Stellen Sie vor, Sie würden einem Kunden sagen, lieber Kunde, Sie sind Key Account und der Kunde würde einfach nur fragen, vielen Dank dafür, aber was bedeutet das für mich? Was würden Sie ihm dann sagen? Ist es an der Ecke immer einzelfallbehandlungsmäßig oder gibt es klare Regeln, die im Unternehmen festlegen, was Sie für einen Key Account, einen wichtigen A-, B- oder C-Kunden eigentlich anders machen? Das kann reichen von Bevorzugung bei Produktknappheit, das können besondere Dienstleistungen sein, wie eine schnelle Belieferung oder auch vielleicht schnelle Belieferungen, die kostenfrei erfolgen. Das können Workshops sein, wie Innovationsworkshops oder eine stärkere Einbindung der Key-Account-Kunden in ihre Produktentwicklung. Das können feste Ansprechpartner im Backoffice-Bereich sein. Das kann eine andere Behandlung der Zahlungskonditionen sein. Das Spektrum ist dort sehr, sehr breit gefasst. Aber am Ende gilt es, festzulegen, ein Key-Account ist identifiziert und jetzt kommt die Frage, was machen wir für einen Kunden überhaupt anders? Dimension Nummer 4. Die Organisation und Key Account Teams. Die Organisation, ganz ehrlich, lasse ich heute ein bisschen beiseite, weil das ist so eine deutsche Frage. Am Ende ist sie gar nicht so relevant. Es gibt so ein paar Punkte, die man berücksichtigen sollte. Viel wichtiger ist der entscheidende Punkt der Key Account Teams. Key Account Management ist immer ein Teamansatz. Und stellen Sie sich nur eine internationale Geschichte vor, wie die Spezifikation von einem Produkt erfolgt in Polen. Der Rahmenvertrag wird mit der Firmenzentrale in Deutschland umgesetzt oder aufgesetzt und am Ende des Tages erfolgt die Lieferung und auch die Abrechnung in Italien. Das heißt, Sie haben 3 Länder involviert, 3 verschiedene Funktionen. Sie haben auch noch Forschung und Entwicklung, Sie haben die Logistik aus verschiedenen Ländern involviert. Sie haben immer einen Teamansatz und ich sage auch bewusst, ob Sie wollen oder nicht. Das heißt, die spannende Frage hier ist dieser Teamansatz in Ihrem Unternehmen transparent überhaupt allen bewusst? Und wenn ja, was tun Sie, um aus diesen Teams, aus diesen sogenannten virtuellen Key Account Teams, wirkliche Teams zu machen? Kommen wir zur Dimension Nummer 5. Personal oder Überschrift der Key Account Manager mit all den Kompetenzen, Fähigkeiten, die ein Key Account Manager braucht. Nummer 1. Sehr häufig kommen Key Account Manager aus dem Vertriebsteam.
Die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir im Key Account Management brauchen, sind ein komplett anderes Spektrum. Hier vielleicht nochmal als Impuls so 5 bis 6 grundlegende Rollen eines Key Account Managers. Er oder sie bleibt Verkäufer. Klar, ganz klarer Punkt. Muss Verträge aushandeln, alles was dazugehört. Nummer 2, wir haben gerade schon gehört, bei den Key Account Teams, er oder sie führt ein virtuelles Key Account Team. Das heißt, man braucht Führungskompetenzen. Nummer 3, er oder sie ist verantwortlich für das gesamte Beziehungsnetz zwischen ihrem Unternehmen und dem Kundenunternehmen. Nummer 4, er oder sie ist verantwortlich für das Informationsmanagement zwischen beiden Unternehmen. Nummer 5, ganz wichtig, kommen wir ja beim Key Account Planen Werkzeuge noch dazu, jemand muss eine Account-Strategie entwickeln. Das heißt, strategisches, konzeptionelles Denken und Account-Strategie-Verantwortung ist ein ganz spannendes Thema. Und Nummer 6 käme noch dazu, so ein bisschen wie eine Projektmanager-Rolle. Das heißt, werden diese 5, 6 Rollen auch in Ihrem Stellenprofil abgebildet, ist sich jeder Key Account Manager dessen bewusst, dass er mehr als nur ein Verkäufer in Anführungsstrichen ist, dass er auch vielleicht mehr Zeit intern verbringen muss. Gibt es eine Fachkarriere im Key Account Management, um die Kolleginnen und Kollegen auch mittel- bis langfristig im Key Account Management zu halten? Das hier nur mal ein paar Impulse rund um das Thema Key Account Manager. Dimension Nummer 6, Überschrift heißt Prozesse, man könnte auch sagen Regeln und Prozesse im Unternehmen. Budgetplanungsprozess auf internationaler Ebene. Account-Strategie-Prozess, all das sind Themen, die wir im normalen Vertrieb soweit noch nicht brauchten. Jetzt brauchen wir sie plötzlich auch auf Account-, auf Kundenebene. Und dementsprechend müssen diese Prozesse irgendwo auch wieder transparent sein, sie müssen einmal beschrieben sein. Oder nehmen Sie auch das spannende Thema der Kompensationsprozesse. Was heißt das? Sie haben einen internationalen Rahmenvertrag mit einem Kunden abgeschlossen, der hat auch einheitliche Preise international festgelegt. Und jetzt kommt es dazu, dass ein Landesfürst bei Ihnen in Unternehmen, zum Beispiel wieder in Italien, das Beispiel von vorhin, zu den Konditionen, die Sie im Rahmenvertrag haben, gar nicht kostendeckend die Produkte und Dienstleistungen an den Key Account erbringen kann. Was heißt das? Jetzt bräuchte er in irgendeiner Form eine Kompensation. Wenn ja, wie erfolgt das? Nach welchen Regeln passiert das? All dieses muss irgendwo sauber festgelegt werden. Ansonsten haben Sie jede Menge Frust und Unsicherheit und Einzelfallentscheidungen im Unternehmen. Dimension Nummer 7. Werkzeuge, Tools im Key Account Management. Nehmen wir hier gleich das wichtigste zentrale Werkzeug im Key Account Management, den Key Account Plan. Frage Nummer 1. Haben Sie einen einheitlichen Key Account Plan im Unternehmen verfügbar? Die SAMA hat mal eine ganz spannende Studie rausgebracht und das Ergebnis war, dass roundabout nur maximal 20% der Key Account Manager den Key Account Plan auch wirklich als Instrument, als Werkzeug einsetzen. Die meisten nutzen ihn klassisch immer noch so als Präsentation, um ihren Chef glücklich zu machen. Das heißt ein Stück weit, einheitliche Vorlage. Nummer 2, was tun Sie, um diesen Plan wirklich als Werkzeug im Unternehmen auch zu nutzen? Und zwar intern wie auch beim Kunden. Beides ist exzellent möglich. Und ein Stück weit dementsprechend, was tun Sie auch, um den Account-Plan, die Account-Strategie einem regelmäßigen Review wieder zu unterziehen und damit, was man so schön neudeutsch, das Buy-in der gesamten Organisation zu erzielen, zu bekommen. Dimension Nummer 8, letzte Dimension, das Thema Steuerung von Key Account Management. Vertrieblich steuern wir eine Organisation relativ schnell über Faktoren wie Umsatz, Absatz, Deckungsbeitrag. Key Account Management geht darüber hinaus, das heißt, wir haben auch Faktoren wie eine Lieferantenbewertung, Kundenzufriedenheit, Befragungen oder Indizes, die wir berücksichtigen können. Die Qualität, wie Key Account Manager und Managerinnen virtuelle Key Account Teams eigentlich führen. Das heißt hier Anregung Nummer 1, mal drüber nachzudenken, führen Sie Ihren Key Account Management Ansatz heute eindimensional, eher finanziell oder steuern Sie ihn eher mehrdimensional nach einem Balance Scorecard Ansatz. Zweiter Aspekt, wir haben vorhin schon ein Beispiel gesehen, dieses Thema Spezifikation beim Kunden in Polen, Rahmenvertrag in Deutschland, Auslieferung in Italien. Das heißt, wir haben einen Teamansatz, der hat mehrere Funktionen auf, wir haben Vertrieb, wir haben Entwicklung, wir haben die Logistik drin, wir haben vielleicht Produkt und Marketing mit drin, wir haben verschiedene Fakultäten involviert. Wir brauchen hier einen Teamansatz, wir brauchen eine teambasierte Steuerung und die sollte, muss am Ende des Tages auch noch international greifen. Damit kommen wir zum abschließenden Satz. Key Account Management ist kein Vertriebsansatz, sondern ist ein Unternehmensansatz. Ich hoffe, Sie konnten in diesen 8 Dimensionen hier oder da vielleicht Ansätze entdecken, wo Sie sagen, Mensch, das ist schon richtig gut bei uns oder da gibt es noch Entwicklungspotenzial, Weiterentwicklungspotenzial in unserem Key Account Management. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg im Key Account Management. Ihr Hartmut Sieg.